Graz-Eckenberg ist diesmal Austragungsort der Leichtathletik Austrian Top Meeting Serie. Auch bei der vierten der fünf Stationen erwarten Sie in dieser Zusammenfassung Top-Leistungen der österreichischen Leichtathletik-Elite. Im 100-Meter-Hürdenbewerb möchte sich Beate Schrott bei Stanislava Svakova revanchieren. Die Slowakin hat bei den letzten beiden Top-Meetings Beate Schrott auf Rang 2 verwiesen. In diesem Finale liefern sich Beate Schrott, Stanislava Svakova und Karin Stramez einen Dreikampf. Ein Finale für starke Nerven, das Beate Schrott mit 13,17 Sekunden vor Stanislava Svakova für sich entscheidet. Im Finale ist sehr gut gegangen, ja, was sicher wahrscheinlich der beste Lauf, den ich heuer gehabt habe. Weil Eisenstadt waren die Bedingungen ganz anders als heute. Und ja, ich spüre einfach den Druck von der Karin. Es macht richtig Spaß, gegen sie zu laufen und war wirklich super Wettkampf. Nicht nur von der Karin nehme ich an, es war in den vergangenen Wettkämpfen immer auch ein Duell um den Sieg. Wie ist es Ihnen heute gegangen, vorne zu sein? Ja, die Stanislava hat alle anderen Rennen gewonnen und ich bin heute mit dem Ziel hergefahren, dass ich sie heute schlage. Das ist mir im Finale Gott sei Dank gelungen, also ich bin wirklich sehr zufrieden. Lokalmatadorin Karin Stramez kommt mit einer Zeit von 13,25 Sekunden als Dritte ins Ziel und verbessert ihren steirischen Rekord um eine Zehntelsekunde. Ich bin froh, dass der Winter mal passt hat, dass das Wetter gut war und ich bin im Vorlauf schon gewusst, bis zur 8. Hürde war es gut. Ich habe versucht dann im Finale das besser zu machen und dementsprechend freut mich dann auch die Zeit. Wie war es generell vom Start weg, auch mit der Konkurrenz? Ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Ich wusste, ich muss von Anfang an da sein und das einfach durchziehen. Ich habe mein Bestes gegeben und ja, ich freue mich einfach, dass das jetzt mal mit der Zeit auch passt. Der 100-Meter-Sprint der Männer ist diesmal mit Markus Fuchs am Start eine eindeutige Angelegenheit. Der schnellste Mann Österreichs bestreitet seinen ersten Wettkampf in dieser Saison. Mit einer Zeit von 10,44 Sekunden ist das der beste Saisonstart in seiner Laufbahn. Ja, ich möchte auf jeden Fall auf diese Leistung jetzt aufbauen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich heuer in der Form für eine Bestleistung bin. Werde sicher trotzdem noch ein paar Rennen brauchen, bis ich die Form dann wirklich abrufen kann. Aber ja, in einer Saison wie der heuer möchte ich mich auf jeden Fall mit einer Bestleistung krönen, weil es ja sonst keine richtigen Groß-Events gibt. Und ja, einfach alles mitnehmen, was möglich ist. Ist es eher ein Dämpfer für die Motivation, dass die großen Ereignisse fehlen oder freut man sich einfach, dass man jetzt wieder Wettkämpfe hat? Ich sage einmal, natürlich ist es schade, dass es keine großen Events heuer gibt, aber ich habe das für mich persönlich zum Beispiel so gesehen, dass ich sage, ich kann die ganze Saison nutzen, um an meinen Schwächen zu arbeiten, um mich dort zu verbessern, wo ich sonst natürlich keine Zeit habe. In einer normalen, regulären Wettkampfsaison. Und ja, wie gesagt, ich nehme alles, wie es kommt und schaue, wohin das Ganze führt. Die beiden Nachwuchssprinter Chukwuma Nnamdi und Dea Nichols-Badi laufen auf die Ränge 2 und 3. Für Zehnkämpfer Dominik Distelberger ist es ebenfalls der erste Wettkampf in dieser Saison. Neben dem 100-Meter-Bewerb geht er auch im Weitsprung an den Start. Bei diesem Saisondebüt gelingt ihm der weiteste Versuch über 7,13 Meter. Ja, also es war der Saisoneinstieg einfach, die Leistungen waren okay und das hat sich alles in Rahmen bewegt. Natürlich weiß ich, dass überall noch mehr geht, aber von dem her im Sprint, da fehlt es mir einfach noch im fliegenden Bereich ein bisschen oder das Finale war schon viel besser wie der Vorlauf. Und beim Weitsprung, das war heute einfach das erste Mal aus einem langen Anlauf. Und da hat man gemerkt, die ersten drei Sprünge habe ich einfach gebraucht, bis ich reinkommen bin und dann ist jeder besser geworden. Am Schluss waren 7,13, was auch voll okay ist, für das, dass der Sprung so sehr, sehr flach war. Von dem her, wenn ich da noch ein bisschen Höhe reinkriege, dann sind die auch wieder richtig weit. Also es geht alles in die richtige Richtung. Dominik Distelberger möchte den schnellsten Zehnkampf aller Zeiten absolvieren. Einen klassischen olympischen Zehnkampf innerhalb von nur 10 Minuten. Der Start der letzten Disziplin des 1500-Meter-Laufs soll noch vor Ablauf der 10-Minuten-Frist gestartet werden. Die Idee ist so entstanden, ich wollte heuer einen Stunden-Zehnkampf in Deutschland machen. Der ist leider abgesagt worden.
Und wir haben im Training einfach dann irgendwie mit den Trainingskollegen darüber geredet, wie schnell ist es eigentlich möglich, einen Zehnkampf zu machen, wenn man einfach gar keine Pause macht, sondern gleich weitermacht. Natürlich kann man nicht jeden Bewerb voll machen, so wie die 400 Meter. Und so ist die Idee irgendwie entstanden und mich hat das irgendwie keine Ruhe lassen. Und man dachte, ich probiere das einfach. Und da habe ich meinen Coach gefragt, der hat auch gesagt, ja, das Wochenende, wir haben eines frei, wo kein Wettkampf ist. Und heuer passt ja gut rein, weil kein Großereignis und nichts ist. Von dem her haben wir gesagt, machen wir eine Charity-Aktion pro Punkt, den ich da schaffe. Habe ich einige Sponsoren aufgestellt, sponsern 10 Cent und da die Hälfte von dem Erlös geht dann an die Kinderkrebsforschung bzw. an Kinder in Not in Afrika. Und ja, also das Ziel ist da einfach, den Zehnkampf in 10 Minuten zu machen. Das heißt, der 1500er sollte in 9,59 gestartet werden, dass alle 10 Disziplinen innerhalb 10 Minuten gestartet wurden. Der 10-Minuten-Zehnkampf findet nun doch nicht wie geplant am 30. Juli statt, denn Dominik Distelberger hat sich am Montag im Training am Knöchel verletzt. Deshalb ist ungewiss, wie die restliche Saison weitergeht. Im Weitsprung kann der EOF-Goldmedaillengewinner Oliver Dosina Jodici an seine guten Leistungen der vorigen Saison anknüpfen. Mit 7,33 Meter gewinnt der 17-Jährige den Bewerb. Mein Ziel für dieses Mal war eigentlich, den U18 Österreich-Rekord zu brechen. Das wäre 7,53 gewesen, deswegen wäre das Ziel 7,54 gewesen. Aber leider kamen heute ein paar Dinge zusammen und deswegen schaue ich, dass ich sie dann bei der österreichischen schaffe. Dass diese Saison Corona-bedingt etwas durcheinander geraten ist, macht sich auch für den Vorarlberger bemerkbar. Ich glaube, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Normalerweise fängt man im April oder Mai draußen an und jetzt haben wir im Juni angefangen. Und es braucht natürlich ein bisschen, damit man wieder wirklich in Wettkampfstimmung ist und auch seine Bestleistung abrufen kann. Im Weitsprungbewerb der Frauen ist die beste Österreicherin Ingeborg Grünwald. Auch sie hat bereits internationale Erfolge vorzuweisen. Vor 2 Jahren hat die 19-Jährige bei den Youth Olympic Games Bronze im Weitsprung gewonnen. In Graz wird sie mit 5,89 Meter Zweite. Maja Petrac aus Slowenien gewinnt den Weitsprungbewerb mit 6,03. Der Dreisprung ist mit den beiden Aushängeschildern Michaela Ecker und Philipp Kronsteiner stark besetzt. Herrn Kronsteiner befragen, wie es war. Für beide ist es ein erster Test nach einer langen Wettkampfpause. Michaela Ecker wird mit 11,85 Meter Zweite hinter Jana Schnabel. Es war der erste Wettkampf. Ich habe eine sehr gute Vorbereitung gehabt und die letzten 10 Tage aufgrund einer kleinen Verletzung komplett pausieren müssen. Jetzt war ich mir gar nicht sicher, ob heute es funktioniert oder nicht. Und dass es gleich so gut in den ersten Wettkampf geht, leider mit 5 ungültigen, aber ich bin sehr zufrieden. Der letzte Wettkampf ist auch für Serienstaatsmeister Philipp Kronsteiner schon eine Weile her. Das waren die Hallenstaatsmeisterschaften im Februar. 5 Monate ohne Wettkampf, das ist eine lange Durststrecke. Doch in Graz zeigt er mit 15,62 eine solide Leistung. Es war mal ein Saisoneinstand. Irgendwo muss man beginnen und wie man an der Leistung sieht, das ist noch viel Weg nach oben. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dem Rhythmus. Das war einer der Hauptthemen heute. Das ist mir leider nicht so gut gelungen. Aber es hat mir aufgezeigt, woran ich arbeiten muss, was schon gut geht. Und so kann man ganz gut in der Saison starten. Die Corona-bedingte Pause haben Philipp Kronsteiner und Michaela Egger so gut wie möglich genützt. Ich habe sehr viel kreativ, sage ich einmal, trainiert. Sehr viele Therabänder waren im Haus gespannt. Man hat natürlich, also ich für meinen Teil habe probiert, dass ich einfach so gut wie es geht Sprünge mit Gewichten mache, dass ich da ein bisschen die Intensität hochhalte, habe Therabänder, habe die feine Muskulatur auch sehr, sehr hoch trainiert, viel im Rumpf gearbeitet und dann Ende April ist dann die erste Öffnung schon gewesen und dann war es so richtig ein Aufatmen, das erste Mal in der Kornspitzhalle. Das kann ich mir noch ganz genau erinnern, das war so Aufbruchsstimmung und jetzt geht's los und es hat eigentlich Motivation fast ein bisschen
ein bisschen gesteigert sogar, würde ich sagen, für die ersten Trainings dann. Ich habe sehr viel am See gemacht und im Wald. Habe irgendwo Baumstämme gesucht, dass man Krafttraining machen kann, aber es hat auch Spaß gemacht. Also so wäre ich ganz gut in Form und in 3-4 Wochen bei den Staatsmeisterschaften frei, mich dann anzugreifen. Im 100-Meter-Sprint der Frauen ist die internationale Konkurrenz für die Wien-Siegerin Alexandra Todt durch Tiffany Aidner auf Bahn 2 und Justina Ciotti auf Bahn 6 besonders stark. Justina Ciotti, dritte von rechts, legt auf den letzten Metern noch zu und gewinnt mit 11,73 Sekunden. Mit exakt derselben Zeit hat Alexandra Todt den letzten 100-Meter-Bewerb beim Top-Meeting in Wien gewonnen. Diesmal muss sie sich mit 11,87 und Rang 4 begnügen. Ina Hoema läuft zwar mit 11,85 Sekunden aufs Podest, doch die Oberösterreicherin ist nicht ganz zufrieden. Im Vorlauf bin ich eigentlich mehr zufrieden wie im Finale, auch wenn die Zeiten jetzt gleich schnell waren, aber vom Gefühl her war der Vorlauf besser. Jetzt im Finale habe ich die Beschleunigung und den Start ziemlich verschlafen und habe am Schluss dann noch ein bisschen einen Stress gekriegt. Wir haben vom ÖLV gehört, dass nach einem leichten Formtief jetzt richtig bergauf geht. Warum? Was sind so die ausschlaggebenden Gründe dafür? Also sehr ausschlaggebend ist vor allem, dass ich jetzt wieder gesund bin, wieder fit bin, verletzungsfrei. Und ich habe halt letztes Jahr im September einen Trainerwechsel gehabt, bin jetzt in der Trainingsgruppe von Philipp Unfried. Und das Umfeld taugt mir sehr, die Gruppen ist einfach super und das Training passt auch sehr gut. Und das ist natürlich auch ein Hauptgrund, dass es jetzt so gut hinhaut. Wo hat es gezwickt letztes Jahr? Bei mir hat das eigentlich schon 2016 angefangen. Ich habe dann pfeifisches Drüsenfieber gehabt, dann war ich immer wieder mal verletzt. Dann, ja, es waren immer wieder so Sachen, die ich einfach nicht mehr in die Form zurückgefunden und ich habe dann einfach auch mal Umstellung im Training gebraucht. Was ist jetzt in der neuen Trainingsgruppe anders? Die Stimmung ist natürlich super, wenn man mit Olympiateilnehmerin Ivona Dadic schon mit der Karin Streimetz und so trainieren darf. Das Training an sich haben wir natürlich auch umgestellt. Wir haben viel mehr an der Beschleunigung, an der Kraft gearbeitet und das macht sie jetzt bezahlt. Das große Highlight auf der Laufbahn ist diesmal das Einmeilen-Eliminationsrennen. Am Start ist auch Österreichs bester Mittelstreckenläufer Andreas Wolter. Zum ersten Mal findet ein solches Rennen in Österreich statt. Die Strecke ist eine Meile lang, das sind 1609 Meter bzw. 4 Runden. 6 Läufer sind dabei, nach jeder Runde scheidet der Letztplatzierte aus. Die verbleibenden Läufer machen sich den Sieg dann auf der letzten Runde aus. Die letzte Runde bestreiten Andreas Wolter, Dominik Stadelmann und Paul Stüger. 150 Meter sind es noch hier. Und jetzt wird gesprintet. Dominik Stadelmann und Andreas Wolter machen sich auf der Zielgeraden den Sieg aus, der mit 4 Minuten 27 Sekunden und 36 Hundertstel Andreas Wolter geht. Es war eine schöne Abwechslung für mich. Ich denke mal, oder ich hoffe, die Zuschauer waren es auch leibend. Es war zugegeben nicht einfach für mich, aber ja, am Ende ist es knapp ausgegangen gegen die jungen Burschen. Freut mich sehr, wie gesagt, war ein geiles Format. Für mich das erste Mal, zum ersten Mal in Österreich und von dem her super leibend, dass sie es in Graz einfach gemacht haben diesmal. Mit welchen Erwartungen sind Sie da reingegangen? Man hat ja gesehen, gerade in der ersten Runde waren Sie dann doch eher im hinteren Drittel, würde ich jetzt mal sagen. War das so wie erwartet? Ja, es war sehr schwierig vorauszusagen, einfach was wirklich die Taktik wird. Es war zu erwarten, dass es die ersten 300 Meter eher gemächlich wird und dann wirklich zur Sache geht. Und ja, ich weiß natürlich von der Papierform bin ich wahrscheinlich der Schnellste auch auf der Meile. Aber wenn es dann langsam ist, wenn man sprinten muss, ich bin nicht mehr der Jüngste, ich komme mittlerweile von den 5000 Metern her. Da muss ich schon ordentlich anreißen dann am Ende, dass ich da noch vorn bin und dann gegen Dominik Stadelmann. Ich glaube, das war ein recht schönes Finale. Also es war wirklich, dann hat er gedacht, ob sich das noch ausgeht. Aber ja, war cool für mich. Wie gesagt, ich glaube, es war zum Zuschauen geil, weil es wirklich bis zum letzten Zentimeter einfach gegangen ist. Und von dem her, glaube ich, auch richtig ein geiles Format, das wir hoffentlich auch das ein oder andere Mal noch in Österreich sehen werden.
Das Einzige, was schade ist, dass nichts zählt für die Olympia-Quali im Moment. Aber mein großes Ziel ist einfach, dass ich jetzt klug weiter trainiere, dass ich einfach die Wettkämpfe gescheit setze und dass ich einfach diese gute Form und vielleicht ein bisschen ein Bonus mehr ins nächste Jahr mitnehmen kann, dann kann ich richtig Gas geben. Da zählt dann die Olympia-Quali hoffentlich wieder und ja, großes Ziel Tokio bleibt bestehen, wenn halt nicht 2020, sondern 2021. Speerwerferin Patricia Madl hat sich für das Top-Meeting in Graz vorgenommen, erstmals die 50-Meter-Marke zu knacken. Mit 47,80 erreicht sie ihr Ziel diesmal allerdings nicht. Ja, also mit der Leistung bin ich, sage ich mal, zufrieden. Ich habe 47,80 geworfen, aber ich weiß, dass ich viel mehr kann. Ich fühle mich richtig stark, aber technisch ist es halt noch nicht das, was ich mir erhoffe. Und ja, ich bin auf jeden Fall am richtigen Weg und ja, mal schauen, was noch drinnen ist. Was hat jetzt heute noch gefehlt, damit dieser 50er mal geht? Ich würde sagen, die letzten 5%, wirklich, dass ich mich 100% reinhaut, das geht noch ein bisschen ab, aber ja, wie gesagt, es wird schon. Auch die Oberösterreicherin hat die Corona-Pause für kreatives Training zu Hause genützt. Wir haben einen großen Bauernhof daheim und es war natürlich super. Wir haben sogar ein eigenes Speerwurfanlag gehabt und ich habe echt super trainieren können und diese Eberl, wir haben es jeden Tag geschrieben und ja, was kann ich besser machen und es passt eigentlich wirklich super und ja. Wie funktioniert so ein Training? Wie kann man sich das vorstellen, wenn die Trainerin nicht dabei ist, aber trotzdem Feedback geben soll? Ja, einfach alles filmen, wirklich. Ich habe mir das Stativ gekauft, alles filmen und immer alles schicken einfach und ja, Feedback ist immer zurückgekommen und ja. Mittlerweile kann sich Patricia Madl das Feedback persönlich abholen, denn sie ist nach Wien übersiedelt und trainiert mit Elisabeth Eberl in der Südstadt. Ich muss sagen, ich habe jetzt Trainingspartnerinnen wirklich jedes Mal dabei. Das motiviert natürlich auch, weil wenn ich allein immer in der Kraft gestanden bin, ist halt trotzdem was anderes. Und wenn jetzt wer dabei steht und sagt, so, jetzt gib nur mal alles, es macht halt wirklich viel aus und ja. Generell? Elisabeth Eberl, was ist das für eine Trainerin? Ja, Elisabeth Eberl war bei Olympia, muss ich sagen. Also ein großes Vorbild von mir halt. Und ja, die hat über 60 Meter geworfen. Ich meine, das ist von jedem Speerwerfer, glaube ich, der Traum. Und auch Olympia. Und die Viktoria Hatzen trainiert mit uns. Ich sage mal, die ist jetzt auch auf dem Niveau. Und das motiviert einen halt wirklich richtig. Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger hat sich nach seinem Sieg beim Austrian Top Meeting in Eisenstadt Anfang Juli in einem zweiwöchigen Trainingsblock auf eine saubere Technik konzentriert. 63,49 Meter, das ist heute das beste Ergebnis des WM-Dritten. Es war wichtig, dass man wirklich eine solide Basis hat. Mit dem Training ist man natürlich ein bisschen runtergefahren jetzt. Und hätte am Anfang mal so 62, wenn es gut geht, vielleicht sogar 63, aber ich wirklich sehr gute Würfe gehabt. Also am Ende würde ich jetzt sagen, unterm Strich 3 gute Würfe und 3 sehr gute Würfe. Das klingt ja schon mal sehr gut. Eigentlich wäre ja jetzt gerade das absolute Highlight der Saison. Die Olympischen Spiele würden jetzt anfangen diese Woche. Tut es noch ein bisschen weh, dass das nicht der Fall ist oder hat man sich damit abgefunden nächstes Jahr und gleich wie immer? Ehrlich gesagt, wir haben momentan sehr viel darauf angesprochen. Mir kommt so viel, wie wenn ich der Einzige bin, der was gar nicht dran denkt. Für mich war das noch ein paar Tage abgehakt. Eigentlich wollte ich ja nächstes Jahr ein bisschen ein ruhigeres Jahr machen, nach den Olympischen Spielen. Ein Jahr ein bisschen durchschnaufen, was ja körperlich und geistig auch sehr wichtig ist. Und jetzt habe ich das Ganze vorgezogen. Ich habe heuer das jetzt ein bisschen auslaufen lassen oder lasse ein bisschen auslaufen. Und werde dann zeitig mit der Vorbereitung für die Olympischen Spiele anfangen, die Batterien aufladen. Und ich denke, dann bin ich viel besser vorbereitet wie die, die im Oktober noch Wettkämpfe machen müssen. Das Austrian Top Meeting in Graz-Eckenberg ist für den Oberösterreicher seit 5 Jahren der erste Wettkampf in der Steiermark. Der 28-Jährige fühlt sich hier sichtlich wohl. Aber wirklich mal schön mit Publikum wieder werfen, mit dem Publikum. Es waren viele Kinder da, die wo's natürlich Autogrammwünsche haben, die wo ich natürlich gerne erfüllt habe. Und wo es mir generell die Grazer oder Steiermark-Leute haben super unterstützt und da war es super zum Werfen heute. Sie sprechen schon die Autogrammwünsche an. Sie sind ja ein österreichisches totales Aushängeschild in der Leichtathletik, ein Idol für viele. Geht man da auch anders rein als früher, vielleicht in Wettkämpfe?
Ist eine gute Frage. Natürlich weiß man, dass man Vorbildwirkung hat, deswegen will man sich auch gut präsentieren, aber es macht natürlich auch Spaß. Und es macht Spaß unter den Umständen, dann wirklich da, dass die Leute kennen, zu werfen. Und man muss natürlich auch ein bisschen abliefern und das habe ich auf alle Fälle heute gemacht. Nach der Staatsmeisterschaft Mitte August ist die Saison für Weißheidinger zu Ende. Für ihn sind heuer Wettkämpfe im Ausland kein Thema. Yes. Die Entscheidung war schon ein bisschen, ist schon ein bisschen länger, dass ich das schon langsam gewachsen. Ich habe dann die Wettkämpfe daheim gemacht. Es gibt immer wieder Leute, die den Sicherheitsabstand nicht einhalten, die wussten vielleicht einmal auf die Schulter tatschen. Man hat ein komisches Gefühl. Aber ich denke, in Österreich, okay, du hast ja die ein, zwei dabei, aber es ist trotzdem nur überschaubarer, wie wenn man international startet. Und ich weiß, die Leichtathletik sehen, man ist oft in einem Hotel. Ich glaube nicht, dass sie so gut vorbereitet sind wie in der Formel 1. Und es ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich nicht will, dass ich im Ausland starte. Dann kommt auf alle Fälle auch dazu. Ich müsste 3 Monate nochmal einen Aufbau machen, dass ich wirklich in Tupfern bin, weil mit 63 Metern würde ich jetzt nicht in der Diamond League starten in Stockholm. Und ja, bereite mich 3 Monate davor und dann 5-6 Tage vorher ruft der Veranstalter und sagt, du Luki, tut mir leid, aber du verstehst es hundertprozentig, wenn Covid käme, das Ganze nicht machen. Aber ist ja eh gesund, du verstehst es sicher. Auf das habe ich absolut keine Lust. Und da kann ich mich dafür motivieren, dass Veranstaltungen vielleicht stattfinden, vielleicht auch nicht. Mir ist wichtig, jetzt die Batterien aufladen für nächstes Jahr und dann nächstes Jahr vielleicht genau die 1-2% fahren zum Sein, wo es die anderen heuer noch in Herbst investieren. Bei den Frauen ist Geneva Touré die beste Diskuswerferin. Die Grazerin gewinnt mit einer neuen Saisonbestleistung von 54,42 Meter. Das Ziel ist einmal, heuer wäre ja eine EM gewesen und das Ziel wäre natürlich gewesen, eben das EM-Limit zu werfen. Und auch wenn die EM nicht ist und auch wenn jetzt alles ein bisschen später kommt, ist es noch immer das Ziel, das EM-Limit zu werfen. Wie schaut sonst generell diese Saison für Sie aus? Ist natürlich ganz anders, als man sich ursprünglich gedacht hat. Wie wirkt sich das aus? Ich muss sagen, dadurch, dass ich letztes Jahr unglücklicherweise ein bisschen verletzt war und eben ein schlechteres Jahr hatte, hat es mir nicht geschadet, quasi eine längere Aufbauphase zu haben. Und jetzt ist es einfach so, dass ich schaue, dass man schaut, dass man motiviert bleibt. Man hat ja keine internationalen Wettkämpfe, ist leider gestrichen worden vieles. Aber es geht jetzt einfach nur noch mehr darum, eben Leistung zu bringen. Und dann eben für nächstes Jahr ist ja ein Olympiajahr und dann schaut man, was passiert. Ein Austrian Top Meeting steht in diesem Sommer noch an. Am 1. August kommt die Leichtathletik-Elite in Andorf in Oberösterreich beim internationalen JOSCO-Laufmeeting zusammen. Start für das Doppel in Silverstone. 3 Rennen, 3 Siege für Mercedes. Sind die Black Beauties zu Hause zu schlagen? Der Asphalt brennt. Großer Preis von Großbritannien. Bahrain Qualifying und das Rennen ab Freitag, 31. Juli, live im ORF 1.